Sonntag, 30. April, kurz nach 12 Uhr Mittag. In würdevoller und disziplinierter Langsamkeit beschreiten die Großräte, Kantonsrichter und weitere Honoratioren des Kantons Appenzell-Innerrhoden den Weg zum Dorfplatz, auf dem in wenigen Minuten die Landsgemeinde beginnen soll. Zur Appenzeller Landsgemeinde treffen sich einmal jährlich alle Stimmberechtigten des Kantons auf dem Appenzeller Landsgemeindeplatz, um die Kantonsregierung und das Kantonsgericht zu wählen und über die Geschäfte des Kantons abzustimmen. Direkte Demokratie in ihrer Urform. Einige Stunden vorher. Ich bin mit Gleichgesinnten im Bus unterwegs nach Appenzell. Die Gespräche drehen sich um die Forderung nach direkter Demokratie in unserem Parteiprogramm. Die Forderung ist schlüssig. EU-Bürokratie, Euro-Rettung, Grenzöffnung, das alles würde es wohl nicht geben, wenn in Deutschland das Volk einen direkten Einfluss auf Politik und Gesetzgebung hätte. Deshalb verbinde ich gedanklich direkte Demokratie zuerst einmal mit bundesweiten Volksentscheiden und ich wünsche mir eine Praxis wie in der Schweiz, wo es 4 Termine im Jahr gibt, zu denen das Volk über bundesweite Anträge und Initiativen entscheidet. Heute sind wir in Appenzell, um dort bei einer der ältesten und traditionellsten Formen der direkten Demokratie dabei zu sein. Beim Aufmarsch der Kantonsrepräsentanten wurde ich zunächst etwas ungeduldig und ging die Klischees von den langsamen Schweizern durch, die ich so im Kopf abgespeichert hatte. Doch gerade die lange Dauer und der gemessene Schritt der Akteure, diese disziplinierte Langsamkeit der Prozession, erwiesen sich als optimale Einstimmung auf das Maß an Bedeutung und Würde, die der Landsgemeinde bei den Appenzellern zukommt. Der Stolz der Appenzeller auf ihre direkte Demokratie prägte die gesamte Veranstaltung und war auch wesentlicher Punkt bei der Eröffnungsrede des Landammanns. Die Rede formulierte ein klares Bekenntnis zur Schweizer Form der Demokratie und eine ebenso deutliche Mahnung an alle, diese Demokratie zu verteidigen. Diese kurze Eröffnungsansprache ist eine ideale Gelegenheit, um wieder einmal über diese Demokratie zu resonieren. Zumal nach den jüngsten Wahlen und Abstimmungen in verschiedenen Ländern wieder vermehrt Zweifel an der besten aller Staatsformen geäußert werden. Ein amerikanischer Universitätsprofessor hat unlängst diese Zweifel in einem Buch mit dem Titel »Gegen Demokratie – Warum wir Politik nicht den Unvernünftigen überlassen dürfen« auf den Punkt gebracht. Er stellt darin fest, dass das durchschnittliche Niveau des politischen Wissens der Bürgerinnen und Bürger heutiger Demokratien niedrig sei und bezeichnet die meisten dieser Bürger als, Zitat, unwissende, irrationale und schlecht informierte Nationalisten, Zitat Ende. Mehr noch, die Demokratie mache sie nicht zu besseren, sondern zu schlechteren Menschen. Das ist dicke Post und so für uns nicht akzeptierbar. Die Lösung sieht der Professor in einer Herrschaft der Wissenden. In seinem bevorzugten Modell mit allgemeinem Stimm- und Wahlrecht könnten gut informierte und sozusagen amtlich geprüfte Bürger, eben die Wissenden, die Entscheide einer Mehrheit rückgängig machen. Dieses Modell ist abstrus und eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Wer hat nicht das Wehklagen im Ohr, gewisse politische Eliten,
würden, wenn es beispielsweise an das Umsetzen von Volksinitiativen gehe, den Volkswillen nicht respektieren bzw. diesen nach Belieben umbiegen. Im Wienerroder Dialekt heißt das, die tun ja noch was wenig. Der Autor begründet bzw. relativiert sein Modell unter anderem damit, dass die Demokratie schon heute nicht reine Volksherrschaft sei und dass gut informierte Bürger tatsächlich stärkeren Einfluss ausüben würden als Uninformierte. Dem kann man getrost beipflichten. Gleichzeitig muss man ergänzen, für eine stärkere Einflussnahme reicht Wissen nicht aus. Es braucht auch die aktive Beteiligung. Und man macht im Weiteren die Erfahrung, dass Wissen und aktive Beteiligung besonders häufig zusammengehen. Wer politisch viel weiß, beteiligt sich aktiv, und wer sich aktiv beteiligt, weiß politisch viel. Ihr seid heute alle an die Landsgemeinde gekommen, um euch hier unter freiem Himmel aktiv an den Geschicken des Kantons zu beteiligen. Ihr wisst, was ihr wollt und welche Rechte euch zustehen. Das Thema, das auf der Landsgemeinde am kontroversesten diskutiert wurde, war eine Verfassungsinitiative, mit der die Bezirksebene im Kanton abgeschafft werden sollte. Ein Plan, der mehr Zentralismus im Kanton und mehr Berufspolitiker erfordert hätte. Die Appenzeller lehnten diese Initiative mit großer Mehrheit ab. Mich haben diese 3 Stunden auf dem Appenzeller Landsgemeindeplatz extrem beeindruckt. Über der ganzen Veranstaltung lag eine Atmosphäre des Respekts. Respekt voreinander, Respekt der Kantonsregierung vor den Bürgern und der Respekt aller vor der Demokratie als solcher. Als beispielsweise der Säckelmeister, Chef des Finanzdepartements, seinen Bericht über die Kantonsfinanzen beendet hatte, bedankte er sich ganz selbstverständlich bei den Bürgern für die pünktliche Abgabe der Steuererklärung und Bezahlung der Steuern. Die Vorstellung, dass ein deutscher Finanzminister so etwas über die Lippen brächte, erscheint geradezu absurd. Der Landammann, also der Regierungschef des Kantons, der eine Funktion als Moderator hatte, hatte sich ganz selbstverständlich für jeden Redebeitrag, egal ob für oder wider, bedankt und jeden Beitrag noch einmal sachlich und neutral zusammengefasst, bevor es zur Abstimmung ging. Die Reden waren engagiert, aber immer sachlich. Auf Buhrufe zu Redebeiträgen wurde ebenso verzichtet wie auf Applaus. Die positive Wirkung der Bürgerbeteiligung schon auf Kinder und Jugendliche konnte ich direkt beobachten. Neben mir standen ein paar Burschen, die ganz selbstverständlich über die anstehenden Entscheidungen, zum Beispiel Sanierung oder Neubau eines Hallenbads, miteinander diskutierten. Beim anschließenden Treffen mit dem Vorsitzenden der Appenzeller SVP, Martin Ebneter, erhielten wir noch Einblick in einige Hintergründe zu den Abstimmungen und hatten einen sehr positiven Gedankenaustausch zu Themen der direkten Demokratie. Beneidenswert war die merkliche Zufriedenheit, mit der unser Schweizer Freund über das politische System in seiner Heimat sprach. Es ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist das Beste, das es auf der Welt gibt. Der Besuch in Appenzell hat mich darin bestärkt, dass unsere Forderung nach direkter Demokratie trotz all der anderen wichtigen anstehenden Themen wie Masseneinwanderung, Eurokrise oder Altersarmut langfristig eine der wichtigsten Maßnahmen zum Erhalt unserer Nation und unserer Identität sein wird. Zufriedenheit schafft Identität, Zufriedenheit schafft Patrioten. Ein Besuch der Appenzeller Landsgemeinde sollte deshalb Pflichtprogramm für jeden unserer Abgeordneten werden. Wenn Erfurt und Dresden zu Wallfahrtsorten für unsere Patrioten geworden sind, dann kann Appenzell auch ein Pilgerort für unsere Direktdemokraten werden. Ich jedenfalls werde nächstes Jahr wieder eine demokratische Pilgerreise nach Appenzell unternehmen.